Diesen Beitrag präsentiert Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr. Das Ende eines Projektes ist oft der Beginn von etwas Neuem. Im September beendete der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV sein Projekt Sport und Bildung inklusiv, mittendrin statt außen vor, mit einem Inklusionstag im Rostocker Hotel Sportforum. 3 Jahre lang wurde Inklusion in der Praxis von verschiedenen Seiten betrachtet. Die AOK Nordost hat dieses Projekt als Partner intensiv unterstützt. Wir haben das Ziel gehabt, wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Es ist jetzt die Frage, inwieweit dieses Netzwerk auch über den Projektzeitraum hinaus funktionieren kann, inwieweit die Partner eben weiter mit uns gemeinsam am Strang ziehen. Dann war das zweite Standbein war wirklich das Thema Sensibilisierung, also in die Bevölkerung hinausgehen und aufmerksam machen auf das gemeinsame Sporttreiben, die Möglichkeit bieten, in Kontakt zu Menschen zu treten und gleichzeitig eben auch mit ihnen gemeinsam Sport machen zu können. An dieser Stelle kam das Aufklärerteam ins Spiel. An verschiedenen Projekttagen an Schulen konnten Schüler einmal in die Rolle eines Sportlers mit Handicap schlüpfen. Beispielsweise Rollstuhl-Basketball ausprobieren oder schnell merken, wie sehr es beim Rollstuhl-Rugby zur Sache gehen kann. Hier Bilder eines Projekttages des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport in Malchow aus dem Projekt Handicap-Sport bewegt Schule. Die Resonanz auf solche Projekttage war sehr groß und das Aufklärerteam hätte gut und gerne noch mehr Schulen besuchen können. Und was wir auch erfahren haben, die Ängste, die man vielleicht im Vorfeld hat, funktioniert das überhaupt mit den Schülerinnen und Schülern? Die haben wir ad acta legen dürfen, weil sie sind völlig frei und offen für das Thema, setzen sich damit auseinander. Und das Tolle ist, der Rollstuhl oder beim Goalball, die Dunkelbrille, das sind ganz wichtige Sportgeräte, um einfach diese Sportart betreiben zu können und mehr nicht. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das Thema Inklusion oft einfacher umzusetzen. Das Ziel hierbei, die Schüler erleben ein Zusammensein von Menschen mit und ohne Handicap von klein auf. Dass jemand, der nicht behindert ist, sagt, ich setze mich doch einmal in den Rollstuhl und versuche über Stufen zu gehen, ne, einfach dieses Gefühl zu bekommen, wie das ist, wenn man da drin sitzt und dann auch Verständnis zu haben. Also das heißt, man geht an jemanden, der eine Behinderung hat, nicht vorbei, sondern reicht ihm die helfende Hand, indem man gleich situativ erkennt, der braucht jetzt meine Hilfe. Und die auch spontan angeboten werden kann. Und dies muss eingeübt werden. Und Inklusion hat eben diese Übungsteile. Ne? Und dass auf einmal, was eigentlich normal sein soll, auch in der Praxis ganz normal funktioniert. Beim Inklusionstag in Rostock haben sich auch die vielen Partner präsentiert. Die AOK Nordost stellte das Fußballprojekt AOK Free Kick vor. Dabei können Kinder in sozialen Brennpunkten der Hansestadt kostenlos an einem Fußballtraining teilnehmen und das unter der Leitung der beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer Juri Schlünz und Andreas Zachhuber. Ich bin da selber als Junge groß geworden, ich kenne mich da so ein bisschen aus und es ist auch eben heutzutage nicht einfach für alle, den Vereinsbeitrag aufzubringen oder auch die Hin- und Rückfahrten auf sich zu nehmen. Das können einige Eltern nicht und wir haben dann mit der AOK gesagt, wir versuchen das hinzubekommen, dass wir die Kinder von der Straße bekommen, zur Bewegung animieren. Mit Andreas Zachhuber und mit mir als lizenzierte Fußballlehrer dort ein kostenfreies Fußballtraining anzubieten und das funktioniert jetzt seit 3 Jahren sehr gut. Zurück zur Abschlusspräsentation des Projektes Sport und Bildung inklusiv, mittendrin statt außen vor. Der dritte Bestandteil dieses Projektes war die Aus- und Fortbildung von Sportfachkräften. Auch am Inklusionstag in Rostock wurden mehrere Workshops angeboten. In diesem hier wurden Konzepte zum inklusiven Sport besprochen. Eine Handreichung für Übungsleiter, Trainer und Sportlehrer gibt eine theoretische Einordnung und praktische Beispiele zu Inklusion im Sport. Inklusion ist ja kein Thema, was nur im VBS eine Rolle spielt, sondern in allen Sportvereinen, in allen Fachverbänden, in allen Kreis- und Stadtsportbünden
ansteht in der Umsetzung. Und von daher, denke ich, sind es ganz viele praktische Fragen, die wir jetzt im Sport, in der Sportfamilie des Landes insgesamt umsetzen können auf der Grundlage der hier gesammelten Erfahrung. Das Projekt ist beendet, die Arbeit geht weiter. Die Inklusion ist in Bewegung gekommen, so hat Friedrich Wilhelm Bluschke, der Präsident des VBRS, die Situation beschrieben. Nun liegt es an den vielen Partnern, darunter natürlich auch die AOK Nordost, diese Bewegung am Laufen zu halten. Informationen zu Sport- und Gesundheitsangeboten finden Sie auf aok.de/nordost. Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die AOK Nordost. Kennen Sie schon das AOK Gesundheitskonto? Ihr Plus, mit dem Sie rechnen können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Leistungsvorteil bis zu 270 Euro im Jahr.